Laufen die jetzt immer da rum? Ne, irgendwann stoßen sie zusammen. Achso. Herzlich... Was? Herzlich willkommen zu unserem Let's Play Pop'n TwinBee. Ja, das Let's Play, was wir schon seit ungefähr 3 Jahren aufgenommen haben wollten. Hat aber nie funktioniert wegen technischen Problemen, deswegen bin ich jetzt... Naja, nicht extra. War quasi so ein kleiner Umweg. Aber ich bin zur Jule gefahren und habe gesagt, hier, komm, kranker Japano-Scheiß, machen wir. Ja, endlich mal. So, ich habe das heute, das erste Level habe ich heute schon mal ein bisschen angezockt. Oh, da gucken wir uns gerade mal an. Taking it easy while patrolling around. Ja, sie nehmen es leicht, wenn sie rumfliegen. It's TwinBee and Winbee. Ihr dürft euch jetzt auch suchen, wer ist. Aber ich sag's euch gleich, wer ist. Das heißt TwinBee. Der Junge mit der komischen Frisur. All of a sudden, a strange message. Kommen Sie. Meinst du, ich soll das übersetzen? Nee. My name is Madoka. Please rescue my grandfather. My grandfather is a scientific genius, however. He hit his head on a pole. He has become a bad person and wants to rule the world. Er hat sich den Kopf an der Stange gestoßen. Naja, okay, ist cool. Kranker Japano-Scheiß. Okay, I understand. Ja, ich hab's verstanden. Let's go, Winbee. Kein Problem, da ruft dich einer an. Ey, hör mal. Sure, let's go, Winbee. Hör mal, da hat mein Großvater, ne, hat den Kopf angeschlagen. Ist jetzt irgendwie voll crazy drauf. Alles klar, mach ich. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob da jetzt noch was kommt. Nee, kommt nicht. Nee. Sehr schön. Ach ja. So, das war jetzt nur das Intro, ne? Also ihr könnt jetzt da noch kräftig irgendwie... rein interpretieren. Voll kranken Scheiß erwarten. Ich würde sagen, ich drücke jetzt einfach mal auf Start. Ja, mach da schon mal die... mal in die Option, mal sehen, was da alles Schönes gibt. Ich weiß, dass die Steuerung, das lassen wir lieber so. Ja. Komme ich denn da... komme ich denn da runter? Ich würde gerne runter. Du musst mit dem... ich muss da, ja. Game Level, das gibt die Schwierigkeit an. 1 wäre ganz leicht, 7 wäre ganz schwer. Ich würde sagen, wir fangen bei 4 an. Und spielen irgendwann in Zukunft, so in 14 Jahren, wenn wir dann nochmal dazu kommen, auf 7 oder so. Game Mode Normal oder Couple habe ich gerade eben erst noch in der Anleitung gesehen. Ich habe hier übrigens Papier, ne? Hat er extra mitgebracht. Papieranleitung. Couple heißt, die gegnerischen Angriffe konzentrieren sich auf TwinBee. Auf diese Weise kann ein versierter Spieler mit einem Ungeübten zusammenspielen. Hättest du da Interesse dran oder willst du genauso auf die Fresse kriegen? Ich will genauso auf die Fresse kriegen. Gut, guck mal, da gibt es auch noch Monaural. Statt Mono hinzuschreiben. Monaural. Okay, gut. Hätten wir soweit eingestellt. Und ich würde dann sagen, wir fangen dann gleich... ja, genau. Ja. Mit Einplayer-Modus an. Das ist sehr clever von mir. Komme ich da jetzt nochmal raus? Ich glaube nicht. Natürlich nicht. Wir machen nochmal. Wir resetten mal. Deswegen bleibt das Spiel jetzt auch stehen, weil wir auf einer SNES spielen, die einen Schaden hat. Und überhaupt nicht auf dem Emulator. Also nochmal hier. Ich jetzt vielleicht doch anders hinlegen sollen. Ich hab dich gefragt. Also stimmt ja alles, wir haben ja gar nichts geändert. So, jetzt nochmal langsam. 2. So. Sehr schön. Jetzt können wir hier einen Namen eingeben. Ich hab's ja natürlich ein bisschen... Wo ist das Y da? Nein, wo ist das da? Nein, nicht McGoo. Ich will nicht McGoo heißen. Nein. Das sieht voll geil aus. Passt. So, dann muss man hier mal noch auf End gehen. So. Hier haben wir den Transformation Mode. Man kann im Spiel, ich habe die früher immer Freunde genannt, einsammeln. Ja, Freunde. Das waren die einzigen Freunde, die mitgeflogen sind. Und man kann entweder wählen zwischen normal, surround, dann umkreisen sie, also bei normal folgen sie einem, das sieht man ja da. Und bei surround drehen sie sich, ja, jetzt bin ich voll aus dem. Und bei engulf machen sie eine komische, so eine Bewegung. L-Bewegung. Ja, genau. Also ich fand immer die hier ganz toll. Ich werde die normale nehmen. Deswegen bestätigt das. Ja. Ja. So, ich bin TwinBee, der Linke, der Blaue. Und Jula spielt Winbee. Ja, ich bin auf der rechten Seite. Jetzt nicht mehr. Nicht mehr alleine. So, und aus den Wolken können wir Glocken rausprügeln, die haben unterschiedliche Eigenschaften. Es gibt sie in verschiedenen Farben. Ich gehe mal auf die Farben ein, die mir jetzt gerade so in den Sinn kommen. Grau gibt diese Kanonen, die ich hier jetzt gerade habe. Das Riesenteil. Dann haben wir Violett. Das hat die Jule eingesammelt. Das ergibt diesen Dreifachschuss. Dann haben wir noch Rosa. Das gibt das Schild, das ich gerade so um mich drum rumfliegen habe. Blau erhöht die Geschwindigkeit. Du hast meine Dings zerschossen. Ich wollte Murmel sagen, aber Murmel ist falsch. Oh, scheiße, ich habe was abgekriegt. Da ist ein Herz. Wo war ich denn das Schild? Rosa, genau. Rosa ist das Schild. Das hält, soweit ich das weiß, 3 Treffer aus. Violett hatten wir schon. Jetzt hier einfach mal durch die Dings durch, die Farben. Bevor ich dann zur Steuerung komme, wäre vielleicht auch mal angebracht, ne? Gelb. Gelb gibt Punkte. Oder orange. Blau erhöht die Geschwindigkeit und zwar dreimal, glaube ich. War ja so dreimal. Und boah, ich bin hier total überfordert, kann das ja sein. Habe ich noch was vergessen? Blinken gibt es noch? Blinkende Dings? Nein. Die geben da eine Rose. Die geben eine Superattacke dazu. Die Superattacke werde ich bei Gelegenheit zeigen. Es gibt ja die eine oder andere Stelle, wo man das machen kann. Ansonsten ist es eigentlich nur Verschwendung. So. Ja, kommen wir mal zur Steuerung, wenn wir hier so gerade durch das erste Level durchfliegen. Wir sind schon zur Hälfte durch. Über den Berg. Wir sind wir sind über den Berg, ja genau. Wir können schießen, ganz normal. Wir können fliegen, das machen wir sowieso. Und die kann man nur mit der Faust-Attacke zerstören. Aber wie ging das nochmal? Den 4-Knopf gedrückt halten. Achso, Viereck. Den Y-Knopf gedrückt halten. Wir spielen hier am Super Nintendo. Und dann nach kurzer Zeit loslassen. Steuerung, richtige Steuerung. Ja. Da sind wir stehen geblieben, oder ich zumindest. Fliegen, genau, steuern. Wir steuern hier unsere Figur, auch wenn meine irgendwie nicht. Die will nur nach links und rechts und oben und unten, aber nicht schräg fliegen, ist aber halt so wild, ouch. Meine will nicht schräg. Meine will nicht schräg, nein. Meine fliegt aber schräg. Kann vielleicht daran hängen, dass ich. Oh, ich spiele auch hier mit Dings, ne? Mit analog Gedönse. Ne, nicht mit analog, mit digital. Ja, also. Mit Steuerkreuz. So wie früher war halt. Ja. Ja, genau. Das ist natürlich ein bisschen suboptimal, aber ich bin ja der versierte Spieler hier. Ja, wir können schießen, wir können Bomben werfen, indem wir den Y-Knopf einmal drücken. Und wenn wir gedrückt halten, laden wir unsere Superfaust auf. Ich demonstriere das mal. Ich habe jetzt gerade aufgeladen, dann kann sie wegboxen. Was haben wir noch? Wir haben noch die X-Taste. Das ist bei dir ja die Dreieck-Taste. Ist das so? Ja. Nein, nein, ist nicht so. Bei dir ist auch eine X-Taste. Nur an falscher Stelle. Damit kann man Energie teilen, nennt sich das in dem Spiel. Und zwar, wir haben jetzt hier ein schönes Beispiel. Ich habe weniger Energie als Jule. Das heißt, wenn ich... Ja, komm, ich möchte dich haben. Jetzt kommt übrigens erst der erste Boss. Wow. Wenn man weniger Energie hat als der andere, kann man sich so übereinander machen und kann dann die Energie ausgleichen. Immer schon begleitet von dieser wunderschönen Musik. Du kannst ganz unten bleiben, da passiert nichts. Nicht so gut. Einfach draufhalten. Auf Bomben zu werfen. Nein! Lass mich die Bomben werfen! Ja gut, es bringt nichts, aber ist okay. Schießen, Bomben werfen, Faust und... Super Attacke, habe ich erklärt. Und dann können wir noch unseren Freund werfen. Das zeige ich auch irgendwann später von sich. Tschüss. Das ist viel zu schnell unterwegs, Mann. Man muss noch ein paar Blau einsammeln. Man ist wieder langsam. Hm. Ich mag die Musik. Ja, das ist Japan. Gedöns. Gedöns. Ich bin gleich down. Ach, was? Achso, du bist wieder hier. Wenn du mal stillhalten würdest, könnte ich. Ich mach doch gar nichts. Ich würde, also, wenn so ein Endboss. Aus welchem Schaden hat er mir erreicht? Wenn so ein Endboss platzt, so wie jetzt, dann kommen da jede Menge Glocken raus. Es bringt nichts, da irgendwie die anzupassen, weil das Level eh zu Ende ist. Richtig. Und irgendwann ist Schnitt und dann ist vorbei. Dann bist du gerade so dabei, so, hey, cool, ich hab eine grüne und dann ist Level Ende. Ah, hat's mich ein sehr gewöhnt, ja? Mhm. Ja, super. Das in dem Raumschiff, das dritte Raumschiff war Raumschrift. War übrigens da die Madoka, oder wie sie heißt. Okay. Die wir da gerettet haben. So, dann sind wir schon in Stage 2, ne? Die waren ganz schnell. Wie lange haben wir jetzt gebraucht? 10 Minuten oder so. Ja, ich weiß nicht, wie lange wir am Anfang verbrabbelt haben. Lange. Kannst du ja ein paar OTs einfügen. Werde ich tun. Okay. Ja, und so gehen wir dann jetzt halt durch das Spiel durch. Es gibt noch eine Besonderheit, was diese Freunde angeht, die man so um sich drum hat. In 2-Spieler... Ah, Schildkröten. In 2-Spieler-Modus kann man, glaube ich, nicht mehr als 3 Freunde haben. Oh. Denn wenn man dann noch einen Freund ansammelt, bekommt man, glaube ich, noch einen vierten. Sobald dann aber der Spielpartner... ja, mach ich gleich mal mit. Einen Freund einsammelt, dann gehen die eigenen Freunde irgendwie verloren. Also es wird immer aufgeteilt. Oh, ey, ich bin gleich down. Dann sollten wir uns vielleicht mal ein bisschen auf den Boden konzentrieren, weil irgendwann kommt da... Aua! Irgendwann mal wieder ein Herz raus. Ich bin auch gleich tot. Kotze ich doch mal meine Freunde hier aus. Ich kann jetzt nicht mehr schießen, während die blauen Teile da rumfliegen. Komm, ich gebe dir mal ein bisschen Energie ab. Ey, wir haben ja nur so... Da ist ein Schutzschild. Schutzschild ist wichtig. Ja, vor allem für mich unerfahrenen Spieler. Aber da ich jetzt die ganze Zeit mit Labern beschäftigt war, ne? Ja, da... Nie mit aufpassen. Vor allem nicht mit Spiel. Nein, ich bin abgestürzt. Ja, wenn man stirbt, stürzt man ab übrigens. Ja. Dann kommt man wieder, kann man wieder kommen. Die Anzahl der Leben... Die sieht man, glaube ich, links unten in der Ecke. Ja. Aua. Blöde. Oh, ich bin so langsam. Das ist so, komm ich mit dem Haus. Mein Schutzschild hält nicht mehr so lange. Ich bin ja zwar mein Überleben schon, aber hey, das ist okay. Ein Freund, wie ich ihn so gerne nenne, ist ein Trefferwert. Also wenn man getroffen wird, dann geht zuerst der Freund verloren und danach verliert man Energie. Wenn ich mich noch recht daran entsinne. Ich kann leider dazu überhaupt nichts sagen. Weil, ich bin nur am Labern, ist okay. Weil das hier für mich jetzt einfach blind ist. Also ab jetzt. Das erste Level, das war halt noch, weil ich es heute mal angetestet habe. Aber es funktioniert, ohne aufzunehmen. Ja, aber... Das ist ein Schutzschild. Das Schutzschild. Nicht schießen, hör auf zu schießen. Ja, schon was verloren. Also wie gesagt, das Spiel ist total kranker Japano-Scheiß. Wundert euch nie über die Geräusche, die es hier gibt in dem Spiel. Ich meine, wir überlabern sowieso alles. Du überlaberst alles. Ja, muss ja. Ich muss ja hier die Leute informieren. Genau. So, ich zapfe mal ein bisschen Energie von mir ab. Die ist übrigens von 1993, da war ich 1. Ich bin dann 8. Ja, ich könnte ja mal verzählen. Dialekt. Verzahle. Komm, verzähl mal. Hier bietet sich an, wenn du ganz an den Rand gehst. Wir kommen vom Rand. Achso. Kann man sich darauf konzentrieren, so ein bisschen auszuweichen. Das ist ja gecheatet, ist das. Das ist nicht gecheatet, das ist ein Glitch genutzt oder so. Bug abused. Das ist ja eigentlich kein, Programmierung. Ist ja kein Bug, ne? It's not a bug, it's a feature. Das ist aber auch doof jetzt. So, komm mal her. Achso, du bist wieder... Ich hab ein bisschen Energie, ich hab ein Herz gefunden. Herzen gibt's auch noch, ja. Herzen gibt's auch noch, damit kann man seine Energie wieder auffüllen. Oh, fuck meine Nase. Ja, Let's Player-Krankheit. Ah, geht kaputt! Ihr mit euren U-Booten, ich will auch ein U-Boot. Was willst du damit? Fliegen, schießen, die haben Torpedos, Mann. Oh, jetzt, yeah. Ja, direkt mal wieder Energie klauen, ja. Ich hatte ja noch ein Schutzschild, ne? So, hier ist eine Stelle, da lohnt es sich irgendwann, Ding einzusetzen, jetzt zum Beispiel. Kurz mal, wo kann ich auch währenddessen meins einsetzen? Weiß ich nicht.